Die Anita hebt jetzt den Anker mit dem Kapitän Jakob, mit Sophia und mit Hans. Und für sie geht es jetzt auf Richtung Südsee. Schade, dass sie uns verlassen. So, jetzt geht's los. Und jetzt hier ist Nebel. 90% Luftfeuchtigkeit einmal. Und Nebel. Morgen, Tag 10 unserer selbst auferlegten Isolation. Wir sind jetzt hier in Isla Cañas. Es ist morgens 6.30 Uhr, weil irgendwas klopft hier an unser Schiff. Da musste ich erst mal schauen, was das denn ist. Und wenn man hier sieht, was hier so rumschwimmt. Wir haben also absolute Ebbe. Also zum Baden lädt das jetzt nicht ein. So, jetzt glaube ich mal, dass da vorne irgendwo ein Holz sich verfangen hat und gegen unser Schiff klopft. So, wir liegen hier nur zu zweit. Das ist ein Schweizer da drüben. Wir werden heute mal ein bisschen die Inseln erkunden, da die ja unbewohnt ist. So sieht das hier vorne in der Koje aus. Der Nett ist noch dick eingemummelt. Aber sie hat, glaube ich, Angst vor Mücken gehabt. Schläft sie denn? Morgen. Oh, so werde ich begrüßt hier morgens. Warte mal, wie ist es denn? Ah, so ist es. Vierter April. Tag 11 unserer Selbstisolation. Und es gibt heute nochmal Papaya, morgen vielleicht auch. Leider ist das Brot schimmelig, also kann ich ja nicht kein Brot essen. Und was haben wir heute noch? Julis Geburtstag, Emmas Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid gesund und seid gut aufgehoben. Passt auf euch auf. Und ja, irgendwann feiern wir wieder zusammen. Bestimmt. Ja, hatten wir ja vor mit Juli. Ja, eigentlich wollten wir ja mit Julie jetzt in Miami Geburtstag feiern, nachdem wir die Hochzeit von Per und Alisa gefeiert haben. Aber ja, manchmal kommt's anders, als man denkt. Bleibt gesund. Wir haben Kokosnuss bekommen und die Annette raspelt die Kokosnuss jetzt und dann wird die getrocknet. Und dann gibt es bestimmt mal Kokosnusskuchen. Bestimmt.
und in Reis und Reis mit Kokos. Sehr schön. Also Ideen hat sie genug. Ich bin auf Isla Cañas und versuche jetzt hier ein paar Bäume zu finden, wo Früchte dran wachsen. Weil wir haben nämlich heute Morgen unsere letzte Papaya gegessen und haben jetzt nichts Frisches mehr. Na, ich hoffe mal, dass es hier den einen oder anderen wilden Baum gibt. Ja, leider geht es jetzt hier nicht mehr weiter, weil hier sind überall diese fiesen Palmen mit den riesigen Stacheln dran. Und das ist echt ungemütlich. Schade. Ja, Früchte habe ich noch nicht gefunden, aber es gibt jede Menge super einsame Strände. Tja, auch hier geht's leider nicht weiter. Da vorne ist Sumpf. Und hier sind Mangroven. Auf dem Bill oder Holland tun die nicht? Lucy. Lucy. Die Lucy ist das hier. Die Lucy ist das von innen. Ja. 28 Fuß. Genau. Hammer. Der Hammer. Mal machen Sie jetzt da mal. Also, das kannst du einfach ein bisschen probieren? Also, ich möchte das nicht probieren, danke. So, wir haben wieder eine kleine River-Tour gemacht. Und haben tatsächlich Süßwasser gefunden. Juhu! Hast du den gesehen? Ja, ja. Ist er stabil? Ha? Ist er stabil? Ja. Unsere Schraube von Muscheln und alles, was sich so angesammelt hat. Und das scheint gar nicht wenig zu sein bei dem, was hier so im Wasser schwimmt. Okay. Das ist eine Schicht Muschelbelag von der Leinwand. So sieht das unten drunter überall aus. 1000 Krebse und Viecher. Also es muss unbedingt gemacht werden. Tja, leider haben meine beiden Rasierapparate den Geist aufgegeben. Jetzt versuche ich mal den älteren hier komplett auszuzerlegen, um das System zu verstehen. Und es ist das Problem, dass einfach zu viel Haare da reindringen und dann bewegt sich das Ding nicht mehr. Aber man kriegt es nicht zerstörungsfrei auseinandergebaut. Das hat die Firma Braun schon ganz geschickt gemacht. Aber ich gebe nicht auf. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie reinigen kann. Was man Tauchflaschen alles benutzen kann. Selbst zum Auspusten von Barthaaren. Also ich habe ihn übrigens wieder zusammengekriegt, den Rasierer. Und er rasiert perfekt. Ja, manchmal lohnt sich das. Ein normaler Tag auf der Limelight. Die Annette entfernt wieder mal Schimmel nach vorne. Und reinigt das Boot.
nachdem wir 2 Stunden fast erfolgreich mit dem Angeln waren, wir waren also mit dem Schlauchboot unterwegs, gibt es jetzt Pizza. Richtige Pizza auf der Leinwand. Sieht die nicht gut aus? Oh, meine Frau, das ist eine super Köchin. Zum ersten Mal Pizza an Bord. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Hm. Schauen wir mal an die Sache. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Ist das jetzt hier die Pizza? Sieht gut aus, oder? Also ich finde, die sieht super lecker aus. Öl drauf? Ja, ich habe schon Knoblauchöl noch drauf gemacht. Hier, das hat die Annette eingelegt, Knoblauchöl. Super lecker. Und diese Pizza, das ist der Hammer. Oh. Hm. Ein Traum. Ein richtiger Traum. Wir könnten denken, wir sind auf dem italienischen Boot. Sind wir aber nicht. Oh. Wir haben ein Geschenk bekommen von unserem Nachbarboot von der Luzi. Ein Triggerfisch. Und man achte auf die Kauleiste. Oh ja, der kann richtig beißen damit. Na ja, super, dann gibt es ja Fisch heute zum Reis. Ja, Gott cool. Sei Dank. Schön. Der ist sogar schon ausgenommen, oder was? Ja, der ist auch ausgenommen. Der ist ja nur noch nicht filetiert. Wahnsinn. Aber das kannst du ja besonders gut. Ja. Fantastisch. Cool. Freuen wir uns. Ja. Cool. 6. April 2020. Gestern ist uns das Obst ausgegangen. Wir haben aber auch noch nichts bekommen. Angeblich wollten ein paar Fischer hier was vorbeibringen. Ja, aber es war Sonntag. Ja, vielleicht kommen die ja heute. Vielleicht kommen die. Also, es gibt frisch gebackene Brötchen. Wir haben noch eine Dose Blutwurst aufgemacht. Die Annette hat noch Käse. Und natürlich haben wir auch noch Nutella. Und Eier und Joghurt muss ich machen. Genau. Also, uns geht's immer noch gut. So, jetzt schön 3 Stunden haben wir das Dingi geputzt. Jetzt kommt wieder der UV-Schutz da drauf, da vorne. Der schimmelige. Der provisorische UV-Schutz. Love what? Love what you do. Ah, sehr schön. Da macht heute die Annette wieder Kokosnusschips. Mit Paprika. Oh, Chili. Ah, also wenn sie nicht alles schärfer, daneben schmeißt. Die gibt es dann nämlich heute Abend. Ja, weil man sonst nicht genau weiß, was man nicht alles anstellen kann mit diesem Kokosfleisch. Also ein Teil trocknet und das wird halt einfach zu Chips. Wir haben Vollmond, somit Springtide, also extremes Niedrig- und Hochwasser. Und da sind heute Millionen von Vögeln. Millionen. Ist alles voll. Da muss heute ein gut gedeckter Tisch sein. Es hört gar nicht auf. Wahnsinn. Keine Ahnung, wie kommt der Robert zurück? So, endlich kriegen wir ein paar Früchte. 2, 4 Liter. Heute unser Programm ist mal wieder der Backofen. Den haben wir gerade ausgebaut. Das Problem ist... Das Bimetall. Das Bimetall öffnet nicht, wenn die Flamme an ist. Ja, jetzt habe ich hier noch ein Bimetall, weil ich ja die Oberhitze lahmgelegt habe. Aber ich glaube, das ist nicht lang genug. Das ist nämlich nur hier so ein kurzes Stück. Was treibst du da? Ja, ich gucke mal, wie dieses Bimetall funktioniert. Also das hier vorne muss ja heiß werden.
Da muss ja hier hinten irgendwas passieren. Ich vermute mal, das Ding schiebt sich raus. Aber auch bei dem funktioniert nichts. Und es funktioniert! Ja, super! Ich habe nur das Bimetall ein bisschen gängig gemacht. Und schon läuft sie da! Super geiler Ofen! Wir werden dich auch noch 5 Jahre behalten. Nachdem die Ermittler gesehen hat, dass der Ofen wieder funktioniert, hat sie gleich angefangen, Brötchen zu backen. Heute gibt es nämlich Weißbrotbrötchen, also besser gesagt morgen früh. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn mal wieder. Ja, mal wieder. Das erste Mal in unserem... Die Pizza war auch dein Wunsch, mein Schatz. Ja, aber das erste Mal Brötchen. Das zweite Mal Brötchen, aber das erste Mal Weißbrot. Ja, haben wir das also geklärt. Ja, haben wir geklärt. 9. April. Tag 15. Gestern ist es hier voll geworden in der Bucht. Wir liegen jetzt mit 5 Schiffen. Und so wie der Katamaran da hinten, kann man hier trocken fallen, wenn man einen Katamaran hat oder einen Twinkieler. Wir leider nicht. Wir müssen tauchen, um unser Schiff sauber zu kriegen. Wir verlassen Isla Cañas und wollen in den Süden nach Rio Cacique. Der Anker ist jetzt schon wieder einige Zeit hier draußen gewesen und dementsprechend sieht der auch aus. Jetzt muss natürlich die Ankercrew da den Anker erstmal reinigen. Oh, die Kette sieht eigentlich super aus. Also Gott sei Dank, dass wir die in Kolumbien galvanisiert haben neu. Fortbewegungsmittel hier für die Seevögel. Lassen sich einfach ein bisschen auf den Stämmen treiben. Wir haben es nicht geschafft bis zum Rio Cacique, weil kein Wind war und unsere Maschine ja immer noch leckt. Deswegen will ich nicht so lange mit Maschine fahren. Aber jetzt ankern wir hier beim Morro San Juan. Und da vorne, da soll ein Fluss reinmünden. Das werden wir uns morgen mal anschauen. Wetter sieht nicht so gut aus, aber ein einsamer Sandstrand. Und manchmal guckt sie auch hierher. Ja, jetzt hat sie geguckt. Wir haben heute Blue Merlin geschenkt gekriegt von der Lucy. Die haben das getauscht von einem anderen Schiff. Und das muss ein Riesending gewesen sein, weil das ist eine halbe Scheibe. Also das muss ein Mordsteil gewesen sein. Und das lassen wir uns heute hier schmecken. Super lecker, müssen wir auch mal fangen. Aber ist nicht ganz ungefährlich, so ein Tier zu fangen. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich diese Größe hier drin haben möchte. Ich glaube nicht. Also nochmal schönen Dank an Karin und Christian von der Lucy. Morro San Juan. Wir sind schon seit, 7 Stunden unterwegs und haben vielleicht 5 Meilen geschafft, weil wir Gegenströmung haben. Und das noch mit Motor jetzt. In den Rio Cacique, der nur bei Hochwasser zu befahren ist. Und jetzt lassen wir uns mit dem Strom reintreiben. Scheint zu funktionieren.
leider hält dieser Baumstamm uns auf. Machete haben wir nicht mit. Und untergehen will er auch nicht. Jetzt kommt eine ganze Menge Schmatter hier an. Oh, jetzt ist mein Fuß schon nass. Das ist eine Wahnsinnsfließgeschwindigkeit, ne? Wir haben heute den Rio Cacique. 11. April und okay. Wir haben gerade eine River-Tour gemacht im River Cacique. Und heute gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Hausgemachter deutscher Kartoffelsalat. Also uns geht es immer noch gut. Ich bin auf der Insel Isla Rey am Rio Cacique unterwegs, aber es ist wie immer auf der Insel kein Durchkommen. So dornig. Und zugewachsen. Man hat leider keine Chance. Ab und zu kommt immer mal so ein kleiner Tümpel. Da komme ich nicht weiter. Ja, und diese fiesen Bäume gibt es hier auch. Also da kann man nicht hochklettern. Und da liegt da hinten die Limelight. Ja, das sieht doch aus wie eine Krokodilspur. Riesig, riesige Tatzen. Wenn man da mal meinen Fuß dazu sieht. Oh, den möchte ich aber nicht begegnen. Ne, den möchte ich nicht begegnen. So, hier liegt ein alter Einbaum. Und da ist sogar ein Haus. Es gibt sogar Fußspuren hin. Da scheint jemand zu wohnen. Das ist ja cool. Hola. Naja, hier wohnt schon länger keiner mehr. Hier wohnt schon länger keiner mehr. Und das ist jetzt hier die Einfahrt in den Rio Cacique. Kann man nur bei kurz vor Hochwasser durchfahren. Und hat dann eine Wahnsinnsströmung. Wir verlassen den Rio Cacique. Und hier scheint es irgendwie das große Fressen zu geben. Ja, unser Leck von der Einspritzpumpe wird leider immer größer. Jetzt muss ich den Diesel dort mit dem Behälter schon auffangen, weil sonst läuft unser ganzes Schiff voll. Wir sind jetzt in Punta Cocos, die südlichste Spitze von Isla Rey.
Und dann kommen wir gleich in eins der Hotspots dieser Welt, wo man die großen Fische fangen kann. Merlin, Tuna. Mal schauen, ob wir auch ein bisschen Glück haben. Eben hatten wir einen Biss, aber der hat leider die Leine abgerissen. Das Wetter sieht leider nicht so gut aus. Schon seit Tagen sehr stark bewölkt. Und wir brauchen doch ein bisschen Sonne für unsere Energie. Endlich mal wieder Delfine. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt haben sie uns entdeckt. Von 60 Grad zur recht Vorausrichtung und unserer tatsächlichen Richtung. Also man muss das hier ganz genau berücksichtigen, weil der Wind auch ziemlich schwach ist. Wir haben ja nur 9 Knoten Wind. Und so wie es aussieht, kommen wir da auch nicht hin, wo wir hinwollen. Und dann müssen wir nachher nochmal den Motor anschmeißen. Haben wir wieder einen armen Vogel gefangen. Ich krieg den aber gar nicht zu fassen hier. Wie rum musst denn du? Ja, ja, gleich. Jetzt. Warte. Was ist denn da am Flügel an? Mach ich doch. Da drunter. Hallo. Dreh dich doch mal. Du hast eine große Angriffsfläche. Gleich bist du dran. Soll ich abschneiden? Nein. Oh Gott, das ist noch öfter. Oh, wir haben ihn befreit. Gott sei Dank, er kann noch fliegen. Und nebenbei sind auch noch die Brötchen fertig. Wow. Das sieht ja super aus. Ja. Der Hammer. Oh, und das mit Nutella. Oh, zum Kaffee. Oh. Ja, ein Tag voller Action. Erst ein Biss, Schnur ab. Dann Delfine. Dann trotz Wind rückwärts fahren. Jetzt noch ein, weiß ich gar nicht, war das ein Tölpel? Ein Tölpel, der sich an der Schnur verfangen hat. Einfach nur so an der Schnur. Und jetzt eben haben wir noch einen Walblasensee. Aber ziemlich weit weg, oder? Gott sei Dank ziemlich weit weg von uns. Jetzt machen wir auch endlich wieder ein bisschen Fahrt und ich glaube sogar in die richtige Richtung. Ja, schon cool, weil wir wollten auch den Kanal kommen, ne? Sieh. Wir sind auf San Jose. Das Wetter ist immer noch nicht besser. Und wir fahren in die Playa Grande ein. Dort hinten, da wollen wir ankern. San Jose ist im Privatbesitz. Hier soll es gute Straßen geben, auf denen nur der Eigner hin und her fährt. Das werden wir uns mal anschauen. Oh Schätzelein, was gibt es denn heute zum Abendbrot? Heute gibt es eingelegten Triggerfisch mit frisch gemachten Mohnbrötchen. Boah, hier ist richtig was los am Strand. Das sind Kühe oder Bullen. Haben Sie
verhaken die Indianer. Ja, die kämpfen da. Zwei Bullen. Hier in der Wildnis. Oh, da könnten wir ein schönes Stück rausschneiden. Gestern sind wir hier kurz vor Hochwasser eingelaufen und haben da drüben geankert. Gut, dass wir auf unseren Instinkt gehört haben und den Anker noch mal hochgenommen haben und sind etwas weiter rausgefahren. Sonst hätten wir heute Nacht unser blaues Wunder erlebt. Das ist hier keine 30 Meter von uns entfernt. Wow, haben wir ein Glück gehabt. Tag 21. Wir liegen Pedro González Village. Okay, auf Isla González. Und heute Morgen gibt es leckere Kochbananen mit frischen, fast frischen Brötchen und Nutella. Der Michael freut sich schon. Weil der Nachteil bei einer Plantanenstaude, genau wie bei Bananen, ist, dass sie alle gleichzeitig reif werden. Und somit sehen wir bestimmt demnächst aus wie eine Banane. So sehen die nämlich jetzt schon aus. Also rechts sind die Plantanen, links sind Bananen, die können aber noch ein bisschen. Die Gärtnerin bei der Arbeit. Das ist die Minze von der Tanoa. Sie wird gehegt und gepflegt und manchmal wird auch geerntet. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich das habe. Danke nochmal an die Tanoa. Wir haben ja gerade eben eine SIM-Karte gekauft, ja, die hier funktioniert. Tatsächlich. Und jetzt müsste ich Annette dazu eine Geschichte erzählen. Ja, ich wünsche euch nachträglich alles Gute zu Ostern, viele Dickerei, aber wir haben Ostern verpennt. Das ist super. Wir haben gedacht, nächste Woche wäre Ostern. Schade. Ja. Aber ist nicht so schlimm, der Osterhase hat uns halt nicht gefunden. Dann wünsche ich euch auch alles nachträglich Gute zum Osterfeiertag. Ja. Gen. Schade. Aber eins Gutes hat es, wir konnten heute ein Hähnchen kaufen. Und es gibt endlich mal wieder Hähnchen. Genau. 16. April 2020. Wir treiben wieder mit 1,5 Knoten Richtung Viveros. Das sieht man da vorne schon. Wir werden diesmal an der Südwestseite vor dem Strand da vorne vorankern gehen. Und so dümpeln wir hier vor uns hin. Das einzige Geräusch ist unser Wassermacher. Heute ist so schön Sonne, da können wir endlich mal den ganzen Tag Wasser produzieren. Und von da hinten kommen wir. Isla González. 18. April. Heute hat mein Cousin Uwe Geburtstag. Uwe, herzlichen Glückwunsch von uns beiden, von der Limelight aus Panama. Wir haben schon seit Tagen Probleme mit unseren Leselampen und dahinter habe ich tatsächlich jetzt die Verbindung gefunden und ein Kabel war fast weggerostet, also absolute Spannungsverluste. Jetzt hoffe ich, wenn ich da eine neue Klemme dran mache, dass das wieder funktioniert. Kabel sind neu angeschlossen und jetzt kommt der Test. Jo! Licht brennt! Ja, und während ich so ein bisschen rumgedoktert habe, hat die Annette hier diese Bananenmuffins gemacht. Und die gibt es jetzt zum Mittagkuchen. Ja, so geht's uns hier. Ich hoffe, ihr habt auch was. Geh weg. Heute haben wir Red Snapper bekommen. Und jetzt macht die Annette was? Ich will den jetzt trocknen. Der ist jetzt gewürzt. Und jetzt wird er aufgehangen im Schatten. Und in 2 Tagen oder so sollte er dann schon
fertig sein. Oh, wir werden weiter berichten. Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder in der Zivilisation. Wir sind einmal im Uhrzeigersinn um Isla Rey herumgefahren, haben Espiritu Santo besucht, waren in Cañas. Und in Cañas, da haben wir auch nach längeren Anfragen bei den Fischern dann endlich ein paar Früchte kaufen können oder auch andere Dinge einkaufen können. Wenn man da einen Fischer anhält, dann fragt man einfach nach Ramon und der organisiert das dann alles. Ja. Wir haben nette andere Segler kennengelernt. Etliche, ja. Etliche. Einige davon sind jetzt weiter. Weiter zu den Marquesas. Wir sind dann weiter von Cañas nach zum Rio Cacique. Haben dort eine schöne Riverfahrt gemacht, sind zur Insel St. José gefahren, das ist eine Privatinsel, aber da war es doch sehr, sehr wellig. Und somit sind wir dann weitergefahren und liegen jetzt Pedro González Village. Hier hatten wir das unendlich vergnügen. Heute mal total ruhiges Wetter, kaum Wind, spiegelglattes Wasser und ein herrlicher Sonnenuntergang. Sabotant, badi moi les messages, on m'y tourne, vision ton beau temps.